Das Landesstatistikamt Astat hat eine neue Studie zur Einwanderung herausgegeben. Es sind hier ganz interessante Zahlen. 2,6% mehr Ausländer in Südtirol, als es noch im Vorjahr der Fall war. Wir haben über 48.000 ausländische Bürger in Südtirol. Das bedeutet, dass sich die Zahl der ausländischen Bevölkerung in Südtirol in den letzten zwei Jahrzehnten vervierfacht hat. Und ich denke, dass diese Studie Anlass genug ist für uns Freiheitlichen, die wir als Einzige seit jeher vor den Folgen der unkontrollierten Massenzuwanderung gewarnt haben, klar Stellung nehmen, klar Stellung beziehen und noch einmal eine ganz wichtige Forderung von uns Freiheitlichen unterstreichen, nämlich, dass nach dem Vorbild beispielsweise von Ländern wie Australien, Kanada oder auch Singapur diese Art der Einwanderung nach ganz klar festgelegten Kriterien gesteuert werden muss. Und hierbei sind sowohl die Bedürfnisse der heimischen Wirtschaft als auch die kulturellen, die sprachlichen, die gesamtgesellschaftlichen, aber auch die sozialen Eigenheiten Südtirols zu berücksichtigen, sowie auch die Fähigkeit der Bevölkerung, überhaupt Einwanderer aufzunehmen. Und dass man sich hier dann erfahrungsgemäß mit Einwanderern aus dem ost- und mitteleuropäischen Raum einfacher tut als beispielsweise mit Leuten, die aus Afrika zu uns kommen, ist natürlich klar. Wir haben die Erfahrung diesbezüglich gemacht. Und natürlich ist es auch klar, dass man mit Einwanderern, die aus leistungsorientierten ostasiatischen Gesellschaften kommen, sich auch leichter tut als beispielsweise mit Leuten, die aus dem islamischen Raum zu uns kommen. Diesbezüglich hat Deutschland viel früher schon die Erfahrung gemacht. Wir Südtiroler machen leider Fehler nach, hinken hinterher und machen halt jetzt die Erfahrung. Und weitere Forderungen sind natürlich, dass all jene Leute, die zu uns kommen, die straffällig werden, die sich nicht integrieren möchten und die nur die Sozialsysteme ausnutzen, ausgewiesen werden sollten, dass es endlich ganz klare Regeln bei der Einwanderung gibt, anstatt diese Willkommenskultur zu zelebrieren, dass es keine Förderung mehr gibt von Organisationen, die der Schlepperei Vorschub leisten und dass die Landesregierung sich endlich darauf besinnt, vor allem ausländische Vereine, Islamvereine in Südtirol auch zu kontrollieren.